Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausakrobat und ich habe für euch heute mal wieder ein neues Video dabei. Ihr habt zum Titel schon gelesen, der größte Fehler, den man in World of Tanks machen kann, und vor diesem Fehler möchte ich euch bewahren. Was das genau ist, das werden wir gleich relativ schnell in diesem Replay sehen und ich hoffe, dass ihr so ein bisschen was mitnehmen könnt, nicht nur an Motivation, sondern wie gesagt auch an einer ganz grundsätzlichen Einstellung in World of Tanks, die man schon braucht, um besser zu werden, um vor allem auch mehr Matches zu gewinnen. Wir sind hier unterwegs im WZ 111 5 Alpha. Ich war dabei, auf die zweite Gunmark zu grinden, also zumindest schon mal die zweite Gunmark fertig zu machen, war kurz davor. Bin mit Azum im Platoon, Badgehead 25 Tonnen fährt er. Ich fahre, wie gesagt, mein WZ 111 5 Alpha, 10er Only Battle, keine Arti. Und ich lasse das jetzt einfach mal laufen und wir sind jetzt, keine Ahnung, 30 Sekunden im Match. Ich wollte euch jetzt nicht den ganzen Vorspann zeigen. Ich glaube, wir sind jetzt hier schon gespottet worden. Ah, scheinbar noch nicht. Also die gegnerische Badgehead hat uns hier gespottet. Und ich hatte es ja schon bei einem meiner letzten Videos, wo ich zum Map-Design mal ein bisschen was erzählt habe, gesagt, hier, dieser Schusskanal, der ist ganz, ganz elementar, weil hier, ihr seht es schon, ist schon aufgegangen, 4005, der Kinderwerfer, beziehungsweise die Schwester vom Kinderwerfer, vom eigentlichen 183er. Da muss man auf jeden Fall aufpassen, wenn man hier crossed und gespottet wird. Zusätzlich, dadurch, dass es ein 10er-Only-Battle ist, wollte ich jetzt nicht da vorne an den Stein ranfahren, weil mein WZ hat eine gute Turmpanzerung, aber keine gute Wannenpanzerung. Und von daher habe ich jetzt gedacht, ich könnte vielleicht von hier aus der zweiten Reihe so ein bisschen was machen oder Halldown spielen, dass ich gleich einen ganz katastrophalen Fehler mache. Ich versuche jetzt hier, um das mal ganz kurz zu erklären, was ich mir dabei gedacht habe, ich versuche jetzt hier mit der Render Range zu arbeiten. Der FV wurde zuletzt hier jetzt außerhalb meiner Render Range gespottet und ich habe jetzt gedacht, okay, ich kann, wenn ich mich hier ganz links halte, einen Schuss auf den IS-7 anbringen, ohne dass ich dabei Gefahr laufe, getroffen zu werden. Schauen wir uns mal an, ob das so funktioniert hat. Nein. Es hat nicht funktioniert, wie ihr seht. Und ich habe an dieser Stelle meinen Schuss auch noch verdonkt. Ich habe noch 249 HP. Und ja, das Game ist jetzt gerade mal 1,5 Minuten alt. Und für mich ist eigentlich das Spiel schon gelaufen, möchte man meinen. Und jetzt kommen wir nämlich genau zu dem größten Fehler, den man in World of Tanks machen kann. Nämlich zu sagen, das Gefecht ist gelaufen. Passiert mir auch regelmäßig. Früher war ich sogar noch so drauf, als ich angefangen habe mit dem Spiel, dass ich, wenn ich so wenig AP hatte, gar keinen Bock mehr auf das Spiel hatte. Und jetzt hat der FV schon den nächsten Gegner da rausgeklickt. Also, früher war ich so drauf, dass ich dann gesagt habe, ja okay, wenn ihr mir schon meine ganzen AP in dem Moment hier über 1900, fast 2000 AP genommen habt, dann nimmt halt auch noch die restlichen 200, dann bin ich durch mit dem Spiel. Dass das aber eine ganz, ganz bescheidene Einstellung ist, das werden wir jetzt hier in diesem Replay sehen. Weil egal wie scheiße es am Anfang für euch gelaufen ist, es hat nichts darüber zu sagen, wie das Gefecht für euch weiterlaufen kann. Und viel, viel zu häufig sieht man, und das ist meiner Meinung nach jetzt der größte Fehler in World of Tanks von den meisten Spielern, dass man dann einfach seinen Panzer wegwirft. Man ist runtergeschossen worden auf One-Shot und man schmeißt den Panzer dann einfach weg. Man sagt sich, ja okay, scheiße, wenn ich jetzt hier schon so viel AP verloren habe, dann will ich lieber ins nächste Match, als hier mir jetzt noch einen Kopf zu machen, wie ich vielleicht noch was rausholen könnte. Und dass das natürlich zu mehr Niederlagen führt und zu schlechteren Ergebnissen, ob ihr nun Wert legt auf eure WN8 oder nicht, ob ihr nun Wert legt auf eure Siegrate, aber es führt letztendlich zu deutlich schlechteren Ergebnissen. Was habe ich stattdessen gemacht? Ich habe gesagt, ja okay, scheiße, ist halt so gelaufen, ist mega Müll, aber wir holen jetzt hier noch das Beste raus. Ich bin sofort zurückgefahren, weil als One-Shot, da macht euch keiner einen Vorwurf, und die es tun, sind absolute Vollidioten. Als One-Shot macht euch keiner einen Vorwurf, wenn ihr in die zweite Reihe wechselt und quasi versucht, noch Schaden aus der Distanz anzubringen. Natürlich wird es immer Idioten geben, die euch dann noch anpingen, beziehungsweise die euch dann beleidigen werden. Aber ganz grundsätzlich, jeder, der das Spiel auch nur in Ansätzen verstanden hat, der würde sich darüber freuen,
Mitspieler zu haben, die dann nicht auch noch ihre letzten 200 HP dem Gegner schenken und damit eine Kanone aus dem Spiel nehmen, gerade bei so einstufigen Gefechten, sondern so lange wie möglich Widerstand leisten, so viel wie möglich aus der Runde rausholen und dem Gegner das Leben so schwer wie möglich machen. Und genau das ist jetzt hier in diesem Replay passiert und deswegen wollte ich euch das unbedingt mitbringen. Zum einen, wie gesagt, als Motivation, zum anderen aber auch, um euch zu zeigen, dass nur weil ihr jetzt am Anfang einen schwerwiegenden, katastrophalen Fehler gemacht habt, dass es noch lange nicht bedeutet, dass die Runde für euch vorbei ist. Wir haben jetzt schon zwei Kanonen rausgenommen, wir haben 1400 Spotting gemacht, 2300 Schaden und das, obwohl wir nach einer Minute, ja, keine Ahnung, 95% unserer HP verloren hatten. Jetzt pusht hier ein Objekt 286-4. Ich stehe hier und spotte für meine Panzer in der Mitte. Wir haben da noch einen Jagdpanzer EN-100 mit Kille. Ich kann selber noch Schaden machen. Und das ist ein Appell von mir an euch, dass ihr einfach versuchen solltet, so gut es geht, guckt euch das an, einfach, ich lebe immer noch, so gut es geht, das Beste aus der Situation rauszuholen und vor allem noch viel wichtiger ist, wenn ihr seht, dass ihr One-Shot seid, dann gibt es viel, viel zu viele Spieler, die dann immer noch versuchen weiter zu pushen, die dann immer noch in erster Linie stehen, die dann, ja, wie gesagt, es manchmal schon drauf anlegen, ihre HP dem Gegner noch zu schenken und das ist halt, wie gesagt, gerade in diesen einstufigen Gefechten führt das sehr, sehr schnell dazu, dass euer Team ein ganz, ganz großes Problem bekommt. Die größte Stärke in World of Tanks ist, wenn man seine Kanone im Spiel halten kann, auch in schwierigen Spielsituationen. Klar hätte ich jetzt hier auch schon Pech haben können, wenn der ein oder andere mal HE geschossen hätte oder wenn der ein oder andere mal einen Kepola getroffen hätte. Aber so ist es nicht. Ich lebe noch. Wenn ich jetzt rausgegangen wäre, ja gut, dann wäre das halt scheiße gewesen. Dann hätte ich mit dem Fehler leben müssen. Aber es ist noch lange nicht so, dass ich hier an der Stelle aufgeben möchte. Und viele von meinen Zuschauern sagen mir auch immer regelmäßig, wenn sie meinen Stream dann schauen, ja, dass ich, keine Ahnung, 200-300% besser spiele, wenn ich in One-Shot-Nähe bin, beziehungsweise wenn ich fast gar keine HP mehr habe. Ich weiß nicht, ob was dran ist, vielleicht spielt man dann auch konzentrierter, keine Ahnung, aber auch darum soll es, wie gesagt, nicht gehen, sondern es ist viel, viel wichtiger, dass ihr dann in dem Moment, wenn euch so ein Fehler unterlaufen ist, sofort versucht, eure Kanone zu retten, sofort versucht, eure Kanone im Spiel zu halten, euch in eine günstige Position bringt, sodass ihr die verbleibenden Kräfte vorne zumindest noch so lange wie es geht unterstützen könnt. Und so ist aus einem vermeintlichen Push des Gegnerteams, einer vermeintlich vernichtenden Niederlage, dann doch noch ein 12-9 geworden und wir sind immer noch mit unseren 249 HP am Leben. Wir haben schon 2940 Schaden geblockt und wie gesagt, wir haben jetzt mittlerweile schon gute 5,5 kombiniert. Jetzt haben wir hier nochmal schön Treffer auf den RV setzen können. Also alles in allem, denke ich, kann man sagen, dass es jetzt schon eine hervorragende Runde war, dafür, dass es am Anfang so schlecht gelaufen ist. Und ihr seht, dass es einfach meistens keinen Sinn macht, aufzugeben, den Panzer wegzuschmeißen. Und gerade so eine Karte wie Redshire oder eher offene Karten, die erlauben das dann ja auch in die zweite Reihe mal zu wechseln. Aber es machen halt einfach viel zu wenig. Diese Möglichkeit, einfach nochmal die Position zu wechseln, auszuweichen und neu anzusetzen, beziehungsweise in eine Position zu wechseln, wo man die Kräfte vorne unterstützen kann. Das ist so eine Sache, die fehlt mir ehrlich gesagt bei ganz, ganz vielen. Das war jetzt natürlich Glück. Ich habe jetzt versucht, so ein bisschen zu wiggeln, dass er keinen präzisen Schuss rausbekommt. Hat ganz gut geklappt. Er hat nur meine Tracks getroffen. Auch die zweite Grille trifft nur meine Tracks. Also das jetzt hier zum Schluss ein bisschen lucky. Aber auf der anderen Seite war dieser Schuss vom FV, dass er mich da penetriert, out of render range, natürlich auch so finster, dass ich sagen kann, RNG hat sich jetzt in dieser Runde für mich auch ausgeglichen. Der Schuss hat leider nicht gesessen. Ich hätte jetzt hier vielleicht sogar eine HE laden sollen. Der scheint reingegangen zu sein. Also ja, die Grille ist auch mit deutlich weniger AP hier aufgetaucht. Der Schuss sitzt natürlich nicht. Und jetzt habe ich dann auch mein RNG-Glück ein bisschen überstrapaziert, aber das sollte es dann auch gewesen sein für das Gegnerteam. Also das war so ein bisschen das erste Beispiel. Ich habe insgesamt zwei für euch dabei, die euch so ein bisschen ja, zeigen, so diese Mentalität
die es braucht, um in World of Tanks besser zu werden, mehr Spiele zu gewinnen. Und dieses, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil es mir früher auch so ging. Ich hab dann so ein fettes Megabrett kassiert und habe einfach gesagt, oh scheiße, ich habe keine Lust mehr auf die Runde. Aber das müsst ihr euch komplett abgewöhnen, das müsst ihr komplett streichen, sondern ihr müsst dann sagen, jetzt erst recht, jetzt zeige ich den Leuten mal, wo der Frosch die Locken hat. Ich würde sagen, wir schauen uns das zweite Replay an. Ja, ihr erinnert euch sicherlich an Fischerbucht. Das Replay ist übrigens am gleichen Abend entstanden. Ich bin immer noch mit Asum im Platoon. Objekt 430U für Asum, Progetto 65 für mich. Und ja, wie gesagt, ihr erinnert euch sicherlich an die Karte. Ich habe hier vor nicht allzu langer Zeit ein Video zu gemacht. Schach auf Ketten mit dem Standard B seinerzeit, glaube ich. Jetzt sitze ich quasi in dem Panzer eine Stufe höher im Progetto 65. Und wir sind hier in einem 5-10-Matchup, 5-10er, 10-9er, 2-Artis. Das kann natürlich bitter wehtun. Und ich habe jetzt hier als allererstes meistens diesen Drang, hier nach vorne zu fahren und zu gucken, fährt hier irgendwas quer. Aber T49, ich weiß jetzt nicht, ob das so clever ist, was der T49 da macht. Er will unbedingt diesen Schuss auf den Leopard. Man sieht das so richtig, wie er losfährt. Er möchte unbedingt dem Leopard so ein 1000er Brett drücken. Hat nicht geklappt, nur 398, und dafür hat der T49 seine 1700 HP, nee, wie viel hat er? 1400 HP weggeschmissen. Hervorragend. Also, besser kann man das nicht spielen. Unser Polska Wodka ist auch direkt in den Tod gefahren. Also somit schon mal zwei von unseren drei Lights tot. Genauso sollte eine erfolgreiche Runde anfangen. Jetzt habe ich gedacht, ich kann hier vielleicht, ich muss selber ein bisschen was spotten. Und das ist halt auch wieder so eine Sache. Ne? Hier auf Fischerbucht ist für mich so eine Karte, wenn da jetzt nichts querfährt, ist es halt echt warten auf Gelegenheiten. Und das ist so eine Sache, die bei vielen Karten, die Wargaming jetzt neu eingebracht hat, irgendwie extrem nervt, dass man kaum aggressive Manöver fahren kann, kaum dem Spiel seinen Stempel aufdrücken kann, jedenfalls am Anfang. Man muss meistens immer erstmal warten, bis sich die Reihen gelichtet haben, weil hier gefühlt auf diesen Karten wie Fjorde oder auf Gletscher oder jetzt hier in dem Fall Fischerbucht jeder überall hinschießen kann. Sobald man irgendwo aufgeht, ist man instant Ziel von Arti, von TDs, und ich denke, ihr kennt das alle, jeder hat dann plötzlich Schussfeld auf euch. So, jetzt bin ich hier gespottet worden vom Leopard PTA. Ich habe gedacht, dass ich hier einigermaßen Halldown stehe und wenn ich mich bewege, dass die Arti es dann schwer hat, mich zu treffen. Aber ich habe natürlich die Rechnung ohne die Arti gemacht, weil professionelle Arti-Fahrer, die treffen alles. Ja. Wedgehead 55 gibt mir 683, das Objekt 261 gibt mir 315. Ich habe noch 900 HP. Also schon wieder gute 50%, sogar gute 60% von meinen HP. Ohne dass ich auch nur einen einzigen Einfluss auf dieses Gefecht hatte, weggeschmissen. Jetzt kommt ja die Wedgehead nochmal steil aus der Kurve, obwohl ich dachte, dass ich schon gar nicht mehr gespottet worden bin und habe jetzt noch 580 HP. Ja, und das ist dann wieder so ein Moment, wo man sich denkt, Alter, ja, ab in die Garage, scheiß auf das Match. Aber es lohnt sich halt nicht. Also ich persönlich bin dann halt auch so, wie gesagt, früher habe ich mir dann selber gesagt, so, oh, scheiße, ich habe keine Lust mehr. Ich habe versucht, so schnell wie möglich aus der Runde rauszukommen, habe dann meinen Panzer suizidal weggeworfen. Mittlerweile denke ich mir, Alter, ihr kleinen Pisser, ich werde hier auf jeden Fall noch so lange leben, dass ich euren Untergang miterlebe. Das klappt natürlich nicht immer, aber ich denke, das ist das richtige Mindset, um in so einem Spiel wie World of Tanks competitive unterwegs zu sein und ja, jede Runde das Beste versuchen rauszuholen. Wir konnten jetzt hier schon wieder zwei Treffer setzen, glückliche Treffer auf den T10, guter Spot hier. Ich weiß gar nicht, wer ihn gespottet hat oder ob ich ihn vielleicht selber gespottet habe, keine Ahnung. Waren auf jeden Fall gute Treffer. Es steht nach wie vor 0-2 und mit so wenig HP ist es jetzt natürlich nicht mehr an euch, großartige Sprünge zu machen. Auf der anderen Seite ist es halt leider so, Asum wollte jetzt in dieser Runde hier über die
Einser-Zweierlinie angreifen. Da kann ich wenig mit dem Progetto machen, weil ich keine Panzerung habe. Alles, was mich trifft, penetriert mich eigentlich auch. Mit dem Objekt 430U kann man da vorne natürlich hervorragend brawlen. Ich habe jetzt wieder eine Situation hier auf der Minimap erkannt, wo ich dachte, alles klar, das Mäuschen fährt da vorne aggressiv vor. Ich kann ihm vielleicht helfen. Bin jetzt gespottet worden durch den SCB-1. Gott sei Dank hat er daneben geschossen. SCB-1 ist ja auch nicht bekannt für seine präzise Kanone. Skoda bounced an mir. Also nochmal Lucky. Jetzt fragt sich der eine oder andere, ey, was machst du da? Du bist doch schon komplett runtergeschossen. Warum pusht jetzt hier nach vorne? Ganz einfach, es steht 0-3. Wir sind dabei, die Map Control zu verlieren. Wir sind dabei, das war die Ansage von Asum, die Einser-Zweier-Linie zu verlieren. Also müssen wir jetzt irgendwie Entlastung schaffen. Das hatte ich ja schon mal angesprochen. Und die Entlastung kann nur hier stattfinden. Ich habe jetzt hier an der Stelle gedacht, alter Mäuschen, du bist Full AP, 2300 HP, fahr vor, du hast ein Progetto, der dir genügend Feuerschutz geben kann, aber der sicherlich nicht mehr die AP hat, hier was einzustecken. Ich war in dem Moment richtig, richtig sauer, weil das Mäuschen jetzt hier einen Rückzieher macht, Full AP und zurückfährt. Also, tut euch selber den Gefallen, seid nicht so feige wie das Mäuschen. In so einer Situation muss man dann auch einfach mal Cojones haben, gerade wenn man noch Full AP ist. So, den T10 konnten wir jetzt rausnehmen. Gott sei Dank hat er nicht schnell genug geschaltet und ich konnte ihn hier ohne nochmal einen Schuss zu fressen rausnehmen. Das Mäuschen hat jetzt, glaube ich, entdeckt, dass man auch vorwärts fahren kann in diesem Match. 1-3, also wir liegen nach wie vor hinten und wir müssen hier was tun. Wir wissen, dass hier irgendwo der Skoda T40 steht. Mit jedem Mal, wo wir aufgehen, riskieren wir natürlich auch, dass die Arti sich hier einzielt und dann nur darauf wartet, dass wir nochmal aufgehen. Im Leopard PTA konnten wir nochmal mitgeben. Er ist an uns gebounced. Also manchmal ist diese Panzerung vom Spaghetti 65 auch recht bouncy. Hängt natürlich immer so ein bisschen von dem Winkel ab. Den konnten wir auch rausnehmen. Der zweite Kill für uns. Wir fahren hier quasi die ganze Zeit schon wieder mit unseren Low AP, 580 AP durch die Gegend. Das Gute ist bei 580 AP, man kann sich noch einen von so einem Panzer wie einem Leopard PTA oder einem Skoda T50 fangen. Selbst von dem T10 hätte ich mir im Zweifel noch einen fangen können. So. Und das Mäuschen ist jetzt, glaube ich, überrascht, wie einfach das jetzt hier tatsächlich gegangen ist. 3-5, wir haben ein bisschen aufgeholt, aber wie wir gerade sehen, 1er-2er-Linie ist lost. So, jetzt haben wir hier die Möglichkeit. Ah, schlechter Schuss. Und hier 54 angezündet. Das ist natürlich extrem lucky. SCB-1 hat uns jetzt eingegeben. Diesmal nicht, Arti, diesmal nicht. Arti hat Gott sei Dank nicht getroffen und der Splash-Damage ist in den Tracks hängen geblieben. 3-6. Es sieht nicht gut aus für unser Team. Wir müssen jetzt irgendwie zusehen, dass wir da den T-54, der war wichtig, dass der SCB-1 jetzt aus der Mitte rausgeht. Der T-54 wäre auch wichtig. Und zusätzlich, was ganz, ganz finster ist, ist, dass die Gegner noch zwei Scouts haben. T-49 und Ru. Und, sorry, drei Scouts, 1305 auch noch am Start. So, jetzt T54 rausgenommen. Dritter Kill. 7-7. Also die Gegner sind da ordentlich ins offene Messer gelaufen. Auf der 1er-2er-Linie gut Panzer verloren. Wir konnten hier auch die Mitte einigermaßen gut klären. Jetzt bin ich offen. Das 7-04 verschießt leider. Und natürlich habe ich jetzt hier, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass das wieder in den Kommentaren kommt. Natürlich habe ich jetzt hier an der Stelle ein bisschen RNG-Glück. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, wie oft hat man RNG-Pech? Das RNG-Pech war jetzt am Anfang der Runde, das habt ihr hoffentlich noch nicht wieder vergessen. Ziemlich auf meiner Seite, weil ich von der Batchet-Arti einen Volltreffer bekommen habe für 630. Die Batchet-Arti mich dann auch nochmal in voller Fahrt getroffen hat, die das Objekt zu 61 mich auch getroffen hat. Also es gleicht sich dann in vielen Situationen einfach wieder aus, wenn man versucht, am Ball zu bleiben, wenn man versucht, so lange wie möglich clevere Entscheidungen zu treffen. Selbst wenn man am Anfang vielleicht mal mit einer Entscheidung ins Klo gegriffen hat oder einfach Pech hatte, ja. Im ersten Replay habe ich einfach eine falsche Entscheidung getroffen, eine dumme Entscheidung, einen Fehler gemacht. Jetzt in diesem Replay würde ich eher sagen, dass ich ein bisschen Pech hatte mit diesen brutalen Arti-Treffern. Was ich jetzt versuche, ist natürlich hier das Objekt 68-4 so ein bisschen zu entlasten, vielleicht einen Schuss auf den Jagdtiger zu bekommen. Ich habe jetzt umgeladen auf Heat, damit ich im Zweifel sowas wie einem Stritzwahn oder einem Objekt 704 auch durch die Front schießen kann. Der Jagdtiger immer noch Full AP. Jetzt nicht mehr. Vielleicht fährt er da gleich wieder hoch. Also wichtig ist auch immer verschieben, gucken, wo könnt ihr Schusskanäle generieren, wo könnt ihr eure Kanone zur Wirkung bringen. Jetzt, wenn der Jagdtiger da jetzt hochfährt, habe ich ihn.
Wenn das nicht tut, auch gut. Sie hat nochmal versucht, in der Mitte ein bisschen zu gucken. Der Jagdtiger macht da im Moment keine Anstalten, hochzufahren. Jetzt habe ich so ein bisschen versucht, Sichtweite für mein Team zu generieren. Ganz wichtig ist, dass zwei von den drei Scouts tot sind. Also das sind halt Leute, die können euch dann echt im Late Game noch, ja, echt auf die Nerven gehen. 9-9, wir sind zurückgekommen und das war nur möglich, weil wir versucht haben, die 8er-9er Linie zu pushen, weil wir das Zentrum geklärt haben über die 8er-9er Linie. Also wenn wir das nicht gemacht hätten, dann hätten wir sämtliche Map Control verloren und somit wäre das Gefecht jetzt schon beendet. Wenn ihr seht, ihr verliert eine Flanke, dann muss man die Flanke entweder versuchen, energisch zu halten, wenn ihr aber im falschen Panzer dafür sitzt oder wenn sich das einfach nicht anbietet, weil das Gegnerteam zu massiv kommt, dann müsst ihr diese Situation zumindest ausnutzen und versuchen dann eine andere Flanke zu gewinnen. Jetzt kommt der Jagdtiger da hoch. Kleine Fehlentscheidung jetzt hier an der Stelle vom Jagdtiger, da in der Situation auf das Objekt zu 68-4 pushen zu wollen. Aber auch jetzt, obwohl das Gefecht so scheiße für uns losgegangen ist, da sind wir schon wieder bei 4 Kills, 3600 Schaden, 1000 Unterstützungsschaden. Ja, was soll ich euch sagen? Es ist halt, es zahlt sich so häufig aus. Ich könnte euch jetzt alleine vom gestrigen Abend schon wieder 3-4 Replays mitbringen, wo das ähnlich gelaufen ist. Es zahlt sich halt so häufig aus, den Kopf nicht in den Sand zu stecken, sondern immer versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. So, da haben wir den T-49 gespottet. Ah, unser Arti hat leider daneben geschossen. An der Stelle hätte ich jetzt... Ah, habe ich sogar. Ich wollte gerade sagen, an der Stelle hätte ich jetzt mal versuchen können zu schießen. Da spottet er mich nicht mehr. Habe ich aber daneben geschossen, nicht getroffen. Stritzwahn ist natürlich auch ganz, ganz ekelhaft. Dann haben sie noch zwei Artis und noch den T49 als Scout. Dahinter noch das 704. Also es ist schwierig, in 3 Minuten 29 jetzt die Situation hier noch zu bereinigen. Vor allem unser Objekt 430 ist auch One-Shot, unser Leopard PTA. Falls sich jemand von euch fragt, was der macht, der ist abgestürzt. Der spielt nicht mehr mit. Das ist jetzt eine ganz wichtige Information, dass der Stritzwahn da gespottet ist. Guter Schuss. Guter Spot hier vom, ich glaube, das Objekt 430 war das. 10-11. Beziehungsweise aus unserer Sicht 11-10. T49 schon wieder mit dem Leben davon gekommen. So, und jetzt sind es nur noch 2 Minuten 50. Jetzt müssen wir langsam anfangen. Also eigentlich sind es nur noch die beiden Artis und das Objekt 268-4. Meine Wenigkeit, wie gesagt, der Leopard PTA ist abgestürzt. Objekt 430 wurde gerade vom Gegner rausgenommen. Jetzt habe ich gesagt, scheiß drauf. Ich will das hier nicht verlieren. Ich habe noch 187 AP, ist egal, was mich jetzt anhustet, ich bin down. Also bin ich jetzt nach vorne gefahren und habe hier versucht, hier vorne in diesen Busch zu kommen und hier vielleicht einen Spot zu generieren. Da ist der T49. Jetzt zurückfahren aus dem Busch raus, 10 Meter Regel, jetzt Doppelbusch und der T49 hat mich nicht mal aufgemacht, also... Das ist dann auch wieder Buscharbeit, ja, das war jetzt nicht irgendwie Glück oder so, sondern ich habe so lange gewartet, bis ich hier quasi einen Doppelbusch hatte und dann in dem Moment, wo der Doppelbusch gewirkt hat, habe ich geschossen und da jetzt, Freundchen, jetzt gibt's das Wiedersehen, mach's gut, gute Nacht. Der erste Rattenklicker ist down, mal gucken, wo der zweite sich rumtreibt, aber ich habe lange genug überlebt, um dem Kollegen in seiner Arti es heimzuzahlen und jetzt sollten wir dieses Gefecht eigentlich gewinnen. Da ist der zweite Klicker. Haben wir nochmal hier dem Objekt 704 mitgegeben. Nochmal der Arti. Und die Arti rammt sich tot. Also, auch hier wieder eigentlich, finde ich, eine hervorragende Runde rausgekommen, dafür, dass das Gefecht am Anfang so scheiße für uns gelaufen ist. Und diese beiden Replays sollten euch einfach nochmal ein bisschen zum einen natürlich davor bewahren, diesen meiner Meinung nach größten Fehler in World of Tanks zu begehen, zu sagen, wenn man einen Fehler gemacht hat, dann dem Gegner auch noch die restlichen HP und die Kanone schenken. Macht das nicht.
versucht so lange wie möglich Widerstand zu leisten. Und gerade wenn ihr One-Shot seid, wenn ihr Low-HP seid, dann fahrt nach hinten, fahrt in die zweite, dritte Reihe, versucht noch aus der Distanz, selbst wenn ihr in einem Heavy sitzt, so wie ich das mit dem WZ gemacht habe, versucht in die zweite Reihe zu gelangen und versucht von da Schaden zu machen, versucht so lange wie möglich für euer Team das Gegnerteam niederzukämpfen. Wenn es dann mal nicht klappt, ist es auch nicht so schlimm. Hauptsache, ihr habt es probiert und Hauptsache, ihr habt euch nicht selbst aufgegeben. Und das ist dann der allerwichtigste und größte Schritt in Richtung guter Spieler. Ich hoffe, diese beiden Replays haben das so ein bisschen verdeutlicht. Falls euch das gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen. Ich freue mich nach wie vor riesig über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.